Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Shoes, einer neuen Folge Creativerse. Und wir sind immer noch dran, da unser Schiffchen ein bisschen zu vollenden. Viel fehlt nicht mehr und da machen wir auch gleich weiter. Ich war mal kurz ein wenig ernten, weil wir hier einiges an Leim brauchen und auch an Kleber. Oh, haben wir überhaupt noch genug? Das sieht eng aus. Das sieht wirklich eng aus. Da haben wir noch ein bisschen Holz, was wir verspräteln können. Denn wir haben noch ein bisschen was vor. Und ich habe noch eine Idee für unten. Für ganz unten. Die wir eventuell natürlich auch umsetzen wollen. So, wir gucken jetzt erstmal hier rein. Wir brauchen nur, wie gesagt, noch jede Menge Kisten. Weil davon wollten wir ja ein paar machen. Gut, dass wir nicht direkt losgestürmt sind. Aber die wollte ich mitnehmen. Habe ich noch irgendwas aus Holz, was ich mitnehmen wollte? Nein. So. Ein paar mehr Regale. Dazu brauchen wir noch... Oh, meine Stimme geht ein bisschen weg. Das ist jetzt, glaube ich, auch meine vierte Aufnahme oder so. So. Die haben wir. Wie gesagt, hiervon hätte ich gerne ein, zwei. Und... Boah, ja, hapert's echt an allem. Aber bald haben wir nichts mehr. Sag bloß. Die Jahren sind out. Okay, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Dann machen wir nur die eine. Und machen den Rest damit. So. Vielleicht tut es das ja. Was fehlt denn für mehr? Stein Slabs. Haben wir davon noch welche hier irgendwo? Nein, das nehmen wir nicht mit. Die nehmen wir mit. Für den Fall der Fälle. Okay, sollte erstmal reichen. Ab. Und ja genau, hier müssen wir sowieso nochmal gucken, wo wir unser Unterdeckding hinbauen. Ah, wir haben was vergessen. Zurück. Wir brauchen nur so ein Holz hier. Und dazu brauchen wir nochmal ein bisschen Canyon Stone. Das haben wir da drin. Warum gibt es hier keine Erfolge, wie oft man schon was gebaut hat? So. Zack, läuft doch gut. Wie gesagt, einen zweiten Aufgang brauchen wir auf jeden Fall auch noch, aber erstmal machen wir die Seite hier fertig. Ja, da habe ich ja gesagt, will ich das ja jetzt sogar so lassen. Aber ich werde hier einmal... So ein Block. Eventuell sogar die aus Eisen. So. Sieht doch gut aus. Tada. Damit keiner runterfällt. Ja, war klar. Achso, weil alle. Ich dachte schon, warum will er denn nicht? Manchmal sollte man gucken und dann meckern. So. Ah, der ist hier ein bisschen natürlich. Macht das denn doch sehr eng. Machen wir das denn jetzt am besten? Gut, dass wir so viele Materialien dabei haben, so viel verschiedene. Können wir ein bisschen rumexperimentieren. Also so. Hier quasi ein Gitter hin. Also eine etwas andere Wand eben. Da sollen die halt nicht runterfallen, ne?
Wäre mal eine Maßnahme. So, komm, wir machen erstmal hier die. Die haben wir nicht umsonst gebaut. Die kommen jetzt nämlich hier unten hin. Hoppa. So. Ich sag, wir werden ja noch ein paar mehr brauchen. Und die hier. Sieht doch schick aus. Klar, dass man nicht jeden Zentimeter eines Schiffes außen nutzen kann, ist klar. Also für unsere Verhältnisse. Im Normalfall wäre das, glaube ich, ein Frevel, wenn wir das so machen würden. Aber so haben wir hier auf jeden Fall schön Stauraum geschaffen. Ah, den Ofen habe ich vergessen. Weil hier... Ja, eigentlich sollte ich das so lassen, glaube ich. Gar nicht so viel rum experimentieren. Einfach lassen. Können wir vielleicht ein bisschen Grün hinsetzen, aber dann hast du hier die Viecher auch drin. Gucken wir mal hier weiter. Truhen, wo haben wir denn unsere Truhen? Da sind sie. So, wie machen wir das denn? Ich habe die jetzt natürlich so gesetzt. Ich werde das hier mal ein bisschen eingrenzen. 1, 2, 3. Ja, ich hätte hier gerne noch eine Wand. Geht das doch. Ah ja, sind die auch schon wieder alle. Eieieiei. Das habe ich mir hier nur bei gedacht, als ich das angefangen habe. Dass das solche Ausmaße annimmt. Definitiv nicht. Ich dachte, also ich habe schon gewusst, dass es ein bisschen länger dauert, aber so viel länger. Damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Aber so wird mal ein Projekt wenigstens fertig. Ich meine, wir brauchen die Kisten nicht, aber egal. Sieht halt aus wie ein Lagerraum. Und hier setzen wir auch die verkehrt rum die Treppe wieder hin. Hier ist jetzt genau ver... Ja, so. Aber ist doch cool, oder? Ich meine, Notbeleuchtung ist da. Hier kommen dann die Fässer hin. Deswegen werde ich hier auch Treppen reinsetzen. Hier kommt der Biervorrat. Genau, das riecht hier für mich. So. Dann kommt da noch Fässer hin. Das ist doch gut. Dann haben wir hier halt immer diese Gänge. Jetzt auch sagen, na, noch ein bisschen schmaler, aber nee, komm. Wir müssen es ja nicht übertreiben, so ist auch vollkommen in Ordnung. Und hier haben wir dann auch noch mal eine Treppe. Na, krieg ich denn hier? Ich habe keinen Platz. Ich habe gar keinen Platz. Hier, so weit brauchen wir nicht weg. Zack. Und Sticks. Ja, hier muss noch eine Möglichkeit nach unten zu gehen.
Ich kann ja nicht nur den einen Aufgang haben. Ich könnte jetzt, hätte jetzt zwar hier einen hinsetzen können, wollte ich aber gar nicht. Ich wollte den gern hier. Oder hier. Was seid ihr da denn davon? Gucken, ob wir runterkommen. Oder halt mit Leiter. So. Okay, Stein, Erde oben. Das unten. Ja, Treppe würde nicht gehen. Da muss ich das Eingeständnis machen. Da ist nämlich hier Feierabend. Tada. So, haben wir hier irgendwo eine Beleuchtung? Ah, die ist da oben drin. Deswegen ist sie hell. Okay. So. Hier machen wir zu. Gibt es keinen Platz. Wie komme ich jetzt hier raus? Das ist die nächste Frage. Müssen wir doch zumachen. Machen wir so. Zack. Obwohl mir das nicht gefällt. Nee, das ist nicht meins. Eine Treppe runter passt halt leider nicht. Aber anders geht's leider nicht. Nee. Muss so sein. Dann ist das so. Machen wir hier zu. Kommt nichts mehr. Viel Platz für nichts. So. Wie gesagt, eng und gemütlich ist dieses Schiff. Wir haben echt viel Platz gerade. So, und weg damit. Ist halt auch cool eigentlich, ne? Eigentlich müsste ich das noch lassen, aber gucken wir gleich mal. So, die Beleuchtung. Darf natürlich weiterhin nicht fehlen. So, kommst hier so hin. Ist ein bisschen gemütlicher. Und hier könnte man jetzt zu guter Letzt... Warum stehst du denn so schräg? Ja, hier ist jetzt echt dunkel. Aber hat irgendwo was. So, wenn man das mal anders. Hat definitiv was. Eine Tür. Also nicht verschwunden das Ganze. Hier zum Bug des Schiffes halt. Finde ich gar nicht so verkehrt. Man kommt überall hin. Abstellraum. Obwohl es mir jetzt ein bisschen zu beleuchtet ist. Setz mal dahin. Sollte schon synchron sein. Da. Ein hoher Raum, der nicht genutzt wird. Können wir nochmal Betten reinstellen oder so. Cool, dann haben wir diese Etage definitiv fertig. Und schon wieder eine Viertelstunde rum. Machen wir das hier erstmal noch.
Die halben arbeiten. So. Die Gegenseite. Da mache ich mich auch das Deck fertig. Also so halbwegs. Hier könnte man jetzt nochmal Kisten zwischenlagern oder so. Aber so an sich. Gut geworden. So. Ziehen wir das mal durch. Das war ganz vernünftig. Da, geil. Ne? Vor allem, man sieht das. Klar, es ist von außen schon monströs. Dann kommt es hier so runter. Ist hier eine Tür. Ist hier so lang. Kisten. Lager. Also hier ist ein bisschen mehr Freiraum. Finde ich auch nicht so schlecht. Kombüse. Kombüse war das Wort vorhin. Dann geht es weiter runter. Schlafgemach. Und noch mehr Lager. Ja, und das kommt jetzt nämlich hier hin. Dazu müssen wir hier nochmal zumachen. Oh nein, die sind schon wieder alle. Hier werden wir das, glaube ich, wirklich auch so machen, dass es nur auf einer Seite lang geht. Schon dunkel. So, da musst du hin. So. Keine Ahnung, was wir hier machen, weiß ich noch nicht. Nächste Tür. Auf alle Fälle. Halt so ein kleiner Zwischenraum. Fürs Personal. Kann man sich mal zurückziehen. Tür zu. Hier ist quasi die Taucherluke. Die wollte ich ja wirklich als Taucherluke lassen. Das ist die Mitte, ne? Ja. So. Tür 1. Tür 2. Da war. Die wird noch anders ausgeleuchtet. Da fehlt ein. Was habe ich denn hier gemacht? Das geht ja gar nicht. So, Taucherluke. Dann haben wir hier nämlich eine Beleuchtung. Hier kommen wir dann wieder zum Lager. Gerne auch ohne Tür, würde ich mal sagen, oder? Muss ja nicht übertreiben. So. Nicht gerade mittig. Warte mal, machen wir die mal dahin. Klar, die Dinger sind jetzt nicht gerade alle die optimalste Decken- und Wandfarben und so weiter und so fort. Komm, ich mach doch eine Tür. Wir haben es doch. Viele, viele Türen für nichts und wieder nichts. So, nein. 1, 2, 3. Okay. Ja, und hier ist halt ärgerlich. Hier ärgert mich das ein bisschen. Dass wir hier anders arbeiten müssen.
Weißt du was? Das sieht keine Sau. So. Das sieht ja eh keiner. Ja, doch, doch, doch. So. Obwohl mir das hiermit nicht so gefällt, Nico. Hier machen wir das mal anders. Ich bin mal ganz famos. Oh nee, ich weiß das und das ist halt das Problem. Ich weiß das und das ist das Problem. Eigentlich. Zack. Steht. Nee, was ich hier machen möchte, kann ich euch immer noch nicht verraten. Aber wir sind gut weit gekommen. Wir haben jetzt hier die Durchgänge geschaffen. Wir haben die Türen zu den einzelnen Bereichen. Wir haben hier den Bereich fertig. Wir haben hier oben alles fertig. Also wir sind doch schon echt vorangekommen. Hier die Ebene ist auch durch. Coole Sache. Wir haben hinten hier unser Abstellkämmerchen. Gefällt mir gut, gefällt mir gut. Wenn man dann hier rauskommt, ist es wirklich um einiges heller. Und das ist, glaube ich, das, was ich mit den Lampen auch bezwecken wollte. Dass es halt nicht so hell ist. Da unten, man ist halt unter Deck, ohne Fenster, ohne alles. Und das muss halt dementsprechend stimmungsvoll beleuchtet sein. So, in der nächsten Folge verrate ich euch, was ich mit dem letzten Abschnitt da machen möchte. Schaltet auf jeden Fall wieder ein, wenn ihr es wissen wollt. Oder auch so gerne. Wenn ihr ein bisschen Unterhaltung haben möchtet von mir, das ist ja mal die andere Sache, lasst ein Däumchen da und bis zum nächsten Mal.